Am 23. April entscheidet das Gericht in Rom über die Freigabe des Rettungsschiffes Juventa, der Nichtregierungsorganisation Jugend rettet. Vor rund 8 Monaten hatten die italienischen Behörden das Schiff vor der Insel Lampedusa beschlagnahmt. Den Juventa-Aktivistinnen und Aktivisten, die Menschen im Mittelmeer vor dem Tod retten, wird vorgeworfen, mit Schleppern zusammenzuarbeiten. Das ist vollkommen absurd und die Vorwürfe sind falsch. Mit der Beschlagnahmung verfolgen die Behörden einzig und allein das Ziel, Jugend rettet und jegliche private Seenotrettung zu diskreditieren. Da die Europäische Union es nicht schafft, ein Seenotrettungsprogramm auf den Weg zu bringen, ist die ganze Sache vollkommen inakzeptabel. Es ist vollkommen inakzeptabel, dass Aktionen der Solidarität und Humanität kriminalisiert werden. Stattdessen kooperiert die Europäische Union mit der libyschen Einheitsregierung, die UN-Berichten zufolge brutale Milizen finanziert, die Menschen foltern und töten. Letztlich wird die Strategie verfolgt, die Mittelmeerroute als Fluchtroute dicht zu machen. Ich stehe an der Seite von Jugend rettet und allen Seenotrettungsorganisationen, die freiwillig und unentgeltlich Flüchtlinge vor dem Ertrinken retten. Es gibt ein Menschenrecht auf Flucht. Daher fordere ich die sofortige Freigabe des Rettungsschiffs Free Juventa.